Hey Leute, das heutige Video fängt ein bisschen anders an, denn ihr seht schon, wir sind hier in dieser Account-Übersicht und drücken heute auf ohne spielen. Denn ja, heute wird es auf jeden Fall einen Neuanfang in Brawl Stars geben. Wie genau und so weiter werdet ihr jetzt auf jeden Fall erfahren. Ich denke, es wird auf jeden Fall ja sehr, sehr interessant für die meisten. Denn Leute, wir sind jetzt hier im Tutorial und erstellen einen komplett neuen Brawl Stars Account, den ich auf jeden Fall in nächster Zeit extrem viel spielen werde. Vielleicht habt ihr in letzter Zeit auf jeden Fall auf Clash Games Kanal gesehen, dass ich seinen Free-to-Play Account zerstört habe. Wenn ihr das nicht gesehen habt, seht ihr hier nochmal einen kurzen Einschnitt, in dem du jetzt einfach auf deinem Free-to-Play Account 2000 Gems auflädst. Hä? Oh mein Gott. Ja, und Kauf bestätigen, weißt du ja selbst. Und ja, damit ist sein Free-to-Play-Account vorbei. Oh mein Gott, Digga. Genau, Leute. Und in diesem Video habe ich auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Kevin einen neuen Free-to-Play-Account erstellen musste. Bei mir ist das Ganze schon sehr lange her, dass ich einen Free-to-Play-Account gemacht habe und dort auch einen legendären Brawler gezogen habe. Hier seht ihr nochmal meine Reaktion, als ich damals auf dem Free-to-Play-Account kostenlos einen legendären Brawler gezogen habe. 3, 2, 1. Ja! Let's go! Genau, Leute, das Ganze ist auf jeden Fall schon sehr lange her und ich dachte mir, ich möchte ein neues Projekt auf meinem Kanal starten. So, Leute, und nochmal ganz wichtig, am Samstag um 11 Uhr auf Clash Games Kanal kommt der Lukas Brawl Stars Diss-Track gegen mich raus. Ich werde auf jeden Fall darauf reagieren und mein Video kommt einen Tag später am Sonntag morgens online. Bin mal sehr gespannt, Leute. Ich habe selbst noch keine Ahnung und ich freue mich. Und zwar fordere ich hiermit, mit diesem Video, das gute alte Ei, also Kevin, heraus, Leute. Und zwar, dass ich es vor ihm schaffen werde, auf diesem neuen Free-to-Play-Account, ja, also vor ihm schaffen werde, einen legendären Brawler zu ziehen. Und ich wette sogar darauf, Leute. Wir erstellen nämlich den neuen Account Lukas vs. Kevin. Okay. Free-to-Play. Let's go. Und der Name geht auf jeden Fall, Leute. Ihr habt es gesehen. Denn ja, hiermit fordere ich ihn auf jeden Fall heraus. Und zwar habe ich mir auch einige Regeln für dieses Projekt überlegt. Damit werde ich ihn auf jeden Fall gleich konfrontieren und ich werde ihn gleich anrufen und ihm das mitteilen auf jeden Fall. Er weiß das nämlich so genau noch gar nicht, dass ich das jetzt mache. Ja, zum einen zählt natürlich, wer schafft es als erstes, einen legendären Brawler zu ziehen. Der ist auf jeden Fall der Gewinner dieses Projekts. Die Bestrafung für den Verlierer dürft ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Das ist eure Entscheidung. Ich werde auf jeden Fall bei den meistgelikten Kommentaren schauen, was die meisten sich wünschen, was der Verlierer machen soll. Es kann ein Video sein, ein Livestream, wo auch immer irgendetwas gemacht wird, Leute. Das darf auf jeden Fall, ja, das dürft ihr entscheiden. Und ich bin mal gespannt, was da, ja, am meisten sich gewünscht wird. Ich muss mal schauen, ob wir das dann auch auf jeden Fall auswählen können. Außerdem werden die Brawler, die gezogen werden, tatsächlich gezählt mit Punkten. Das bedeutet zum Beispiel, ja, ihr seht hier die Punkteliste eingeblendet. Das ist wie bei einem Opening Battle. Genau, diese Punkte zählen sozusagen, Leute. Alter, ich bin so aufgeregt. Endlich diesen neuen Account starten, dieses neue Projekt, Leute. Hab so lange keinen Free-to-Play-Account mehr gehabt. Dann gibt es natürlich noch weitere Regeln bei diesem Free-to-Play-Account. Beispielsweise natürlich, man darf niemals Geld einsetzen. Also man darf nicht einmal Gems aufladen. Alles muss komplett Free-to-Play kostenlos erspielt werden. Ja, ich habe auch vor, auf diesem Account jeden Tag übrigens das Gratis-Geschenk abzuholen. Das bedeutet auf jeden Fall, wir werden im allerersten Livestream das erste Gratis-Geschenk abholen. Und wir werden dann sozusagen, ja, in jedem Livestream immer dieses Gratis-Geschenk abholen. Ihr seht hier nochmal die Geschenke eingeblendet auf jeden Fall, ne? Von Tag 1 bis zu Tag 15, dem kostenlosen epischen Brawler. Jetzt bin ich mal mega gespannt, Leute. Ja, was Kevin dann gleich sagen wird. Und genau, dieses Projekt wird quasi ein Livestream-Projekt sein hauptsächlich. Das heißt, Leute, ihr dürft auf gar keinen Fall die Livestreams verpassen, die in nächster Zeit zu diesem Account kommen werden. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt Bock auf das Projekt, Leute. Es ist quasi ein Free-to-Play-Account-Battle. Vielleicht machen wir dort auch mal ein Video daraus. Und ich würde sagen, wir rufen jetzt einfach mal zusammen Kevin an, nachdem wir auf jeden Fall hier nochmal reingeschaut haben. Okay, das sieht schon mal schmackhaft aus, Leute. Wir geben auf jeden Fall mal Creator-Code Lukas ein und holen schon mal den Ehrenbrawler Danita ab, Leute. Der beste Brawler im Spiel. Natürlich muss er auch auf dem Free-to-Play-Account am Start sein. Und natürlich nochmal die Brawlbox. Und jetzt würde ich sagen, rufen wir zusammen mal Kevin an, Leute. Let's go. Ja,
Moin Ei, was geht? Hallo. Na? Na, was los? Moin Meister, ich habe eine, ja, ein Anliegen, was ich Ihnen erzählen muss. Und zwar habe ich tatsächlich einen Account erstellt. Ja. Na, ich zeig dir den einfach mal, wie der heißt. Siehst du das? Nee, ist ein bisschen unscharf. Da steht Lukas vs. Kevin free to play. Ach, soll ich vor dir einen legendären ziehen, oder was? Nee, ich wette nämlich darauf, dass ich es schaffe, vor dir einen legendären Brawler zu ziehen, auf dem Free-to-Play-Account. Genau, weil... Zweimal hattest du jetzt Luck, Lukas, das dritte Mal nicht. Also die ersten zwei Male hat es ja auch geklappt, ne? Deswegen wird es beim dritten Mal auch klappen. Und genau. Ja, und was willst du jetzt machen? Willst du mich jetzt herausfordern oder was? Genau, ich fordere dich quasi hiermit heraus, ne? Und weil du jetzt ja auch neu starten musstest, ne? Wegen irgendeinem Fehler, der dir passiert ist. Und nee, aber ich habe ja auch einen legendären gezogen. Ich muss ja so oder so neu starten. Genau, ja, du musst so oder so neu starten und ich starte auf jeden Fall parallel und wette darauf quasi, dass ich es vor dir schaffe. Und ich habe auch schon gesagt, die Leute können eine Bestrafung in die Kommentare schreiben, die dann der Verlierer machen muss. Bin ich mal gespannt. Okay, also nimmst du die Herausforderung an? Ja, ich nehme die Herausforderung an. Okay. Also Leute, ihr habt es auf jeden Fall gehört. Schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, was glaubt ihr, wer wird es vorher schaffen? Und ja, dann würde ich sagen, Kevin, ne? Ja, bereite schon mal aus Verlieren vor, ne? Nee, diesmal gewinne ich, Lukas. Na, okay, mal schauen. Okay, ciao. Also Freunde, ihr habt es auf jeden Fall gehört. Kevin nimmt die Herausforderungen an. Und was wir jetzt nochmal machen werden, ist, wir spielen nochmal bis 40 Pokale hoch und sammeln das erste gratis Geschenk ein. Let's go. So Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall bei 40 Pokalen und fordern das erste gratis Geschenk ein. Zack, da haben wir auf jeden Fall die Tagesgeschenke. Ultra geil. Wir müssen das unbedingt durchziehen, damit wir auf jeden Fall eine realistische Chance haben gegen Kevin. Tag 1 würde ich sagen, einfordern, Leute. Oh mein Gott, Alter. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Bandita Shelly, Leute. Sehr, sehr krass. Boxen werden wir auch gleich nochmal öffnen, die wir nämlich hier schon haben. Einmal die Big Box und haben wir auf jeden Fall Poco gezogen. Let's go. Kann man mal machen. Und nochmal hier die Gems, ne? Poco gibt dann auch quasi schon mal die ersten Punkte sozusagen. Und was wir jetzt noch machen, ist den Account mit einer Supercell-ID verbinden. Natürlich für Barley. Also Leute, wir klicken auf jeden Fall auf Verbinden und go! Und Leute, let's go! Da haben wir auf jeden Fall Barley bekommen. Und natürlich auch den Magier-Barley. Sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Und damit, ja, sind wir auf jeden Fall schon mal ein Stück weitergekommen. Die ersten 10 gratis, Gems haben wir jetzt auch schon. Auf jeden Fall, Leute, lasst unbedingt ein Like auf diesem Video da, wenn ihr die Projektidee feiert. Und schreibt, wie gesagt, Bestrafung rein. Und was glaubt ihr, wer wird es schaffen, zuerst einen, ja, legendären Brawler zu bekommen? Ich bin damit raus. Wir sehen uns, Freunde. Und damit, ciao.